Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gothic 3. In der letzten Folge haben wir das Plateau vor Ardea gereinigt, gesäubert, so viel wie wir konnten. Dann sind wir hier in die Höhle. Das ist die Höhle von Ortega, dem Banditenoberhaupt. Da hat es leider unseren Kollegen, den wir mit hatten, Cyrus, dahin gerafft. Er hat sich mit so vielen Banditen gleichzeitig angelegt. Wir werden ihn dieses Mal rächen. Und rennen direkt rein und hauen den ersten, den wir sehen, Pfeil im Bobbes. Da ist einer. Leichter Bandit. Zack. Da hat er schon mal einen sitzen. Wenn ich jetzt weit genug wegrenne, vielleicht kommen sie da nicht unbedingt alle. Anscheinend kommt gar keiner. Hallo. Es sind aber auch ein, zwei mehr, ne? Wollt ihr mal damit aufhören? Kriegst du halt auch noch einen mit. Der wollte doch einen Pfeil auf mich schießen. Habt ihr das wieder gesehen? Ja, los. Es müssen ja nicht unbedingt alle, aber so zwei, drei. Zwei, drei wäre gut. Und Schlitz. Haben wir direkt weggeholzt. Okay, wenn er einzeln kommt, komme ich auch mit klar. Wir können ja auch mal ein bisschen Spaß haben, fällt mir gerade ein, ne? Auf der 6. Ein paar mehr zusammenstehen wäre super. Hier, hauen wir ihn da eine. Fireball! Hat ihn nicht interessiert. Fireball! Ich meine, es macht ja permanent Schaden, solange wie er brennt. Aber der erste Schaden war eher lahm. Hallo? Kommt ihr vielleicht? Hallo, ich Bösewicht. Ich töten euch alle. Nee, kriegst du nicht. So, Rache ist Blutwurst. Kommt her, Cyrus muss gerecht werden. So sieht aus, wenn gleich der Boss kommt. Wer bist du? Nein, er ist nur schwerer Bandit. Okay. Könnt ihr wohl damit aufhören? Ich glaube, der Boss sieht nämlich, hat die gleiche Rüstung an. So. Boah. Nein. Ich mache erst den da weg. Und dann machen wir einen vernünftigen Zweikampf, wir beiden. Hallo, hörst du mal auf zu blocken? Ja, bleib halt da oben. Schlitz. Und Schlitz. Okay, der ist so gut wie Geschichte. Hallo, kannst du mal aufhören, mich zu hauen? Ich habe gesagt, ich kümmere mich erst um den einfachen Banditen. So, jetzt, mein Freund. Zeig, was du kannst. Und Schlitz. Oh, er hat geblockt. Das war gut. Muss ich ja zugeben. Diesmal nicht. Oh. Schlitz. Und weg mit dir. Nein, er ist noch nicht weg. Der macht aber auch schon ordentlich Schaden. So. Das war's mit dir. Stachelkeule. Krass. Alles klar, schwerer Bandit. Schau. Man darf sich halt nicht oft treffen lassen. Das ist immer das Problem hier. Ich speichere einmal. Safe T4 ist und so. Oh, jetzt ist da nur noch Ortega. Mal gucken, ob wir einen einzeln kriegen. Den hätte ich ja auch gerne im Zweikampf. Der ist bestimmt noch mal ein Stück besser. Ja, deinen leichten Banditen kannst du da lassen. Und noch ein schwerer. Gleichzeitig muss ich die jetzt nicht unbedingt haben. Also wäre okay, wenn der jetzt alleine kommt. Alter. Hat er mich erwischt mit seinem scheiß Ziegenstechel? Das ist ein einfacher, schwerer Bandit. Einfacher, schwerer Bandit. Es ist nicht Ortega. Dann machen wir den jetzt weg. Da wissen wir ja schon, dass wir es können. Nee, ich lasse mich nicht pieksen. Zack, zack. Alter, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, der haut noch einmal zu. Ein bisschen ausweichen hier. Zack, da liegt er da. In seinem eigenen Blut und ruft nach Mama. So, mein Freund, jetzt komm ran hier. Da sind noch viel zu viele. Ich will da nicht gegen dich kämpfen. Ja, hoffentlich. Dann komm halt mal her. Zeig doch mal, was du kannst. Ich trinke in der Zeit ein Schlückskind. So, gucke. Ja, so. Jetzt holzen wir den Banditen Oberboss weg. Oder eher uns. Der haut auch mehrmals zu. Okay. Alter, wir sind fast tot.
Aber wir haben gerade die Chance, eben zu trinken. Und noch ein. Ist zwar unfair. Kein wirkliches Fairplay, muss ich sagen, wenn man sich zwischendurch heilt, aber ich will jetzt nicht sterben. So. Banditenplage der Küstenregion. Kapdun plus 10. Da sind wir auf 100. Gut. Haben wir die 100 doch neu erreicht. Was ist denn, wenn ich jetzt mal die 0 drücke? Oh, das lädt aber schnell. Das bin ich früher anders gewohnt. Da hast du erst mal 2 Sekunden gewartet, bevor das Spiel weiterging. Ja, oder ich dich. Ich hätte aber gern mein Schild. Stich! Wollt ihr wohl damit aufhören? Alter, die hauen auch ein paar Mal öfter zu mir jetzt hier, ne? Ich hab ein Pfeilebein. Manipulation! Das ist kein Fairplay. Alter, was ist denn heute los mit mir? Ich kann's einfach nicht mehr. Wir haben gleich noch eine Todesszene hier, das wollen wir gar nicht. Ich trinke gerade was. Kommt euch näher, damit der Bogenheini uns nicht die ganze Zeit trifft. Oh, ich häng fest, ich häng fest. Houston, wir häng fest. Komm mal hier ins Licht. So. 2 leichte. Komm, das muss zu schaffen sein. Alter, der hat mir den Rücken. Der Penner. Der hat mir den Rücken gestochen. Alter, ich lass mich doch jetzt nicht von dem leichten Banditen platt machen. Guck mal, der blockt. Was geht da? Hat der mir den Rücken gestochen? Da komme ich ja gar nicht drüber weg. So, das macht man von vorne, wenn schon. So, das war der. Du willst es mit dem Bogen wissen, okay. Oh, der hat mich auch getroffen. Zack. Oh, das dauert aber lange. Ah, ich muss mal den Bogen ein bisschen mehr spannen. Jawohl. Jawohl. Ja, ist nicht mehr lang. Wir haben ihn gleich. 2 Stück noch, Maximum. Ja, 2. Ich übertreibe wieder. Maßlos. Einer hat völlig gereicht. So, Aufnahme läuft. Aufnahmequalität ist wieder super. Ein Neustart hat wieder alles hingebogen. Ich hab's gewusst. Ab und zu ist das halt so. Dann lädt irgendwie eine Datei im Hintergrund. War ich nicht gerade komplett geheilt? Ich habe nicht darauf geachtet. Scheiße. Zweite Todesszene. So ein... Boah, das Speichern ist ein bisschen her. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Tja, ich denke mal, dass Ortega wieder lebt. Ja, ich hab's befürchtet. Wir haben leider vorher gespeichert. Da müssen wir das leider nochmal machen. Zack. Bleib stehen. Ja, ich habe leider nicht darauf geachtet, dass mein Leben nicht voll war. Ich hoffe, dass wir es jetzt besser hinkriegen. Ja, komm du mal her, alleine. Ja, renn doch weg. Wäre auch kein Problem. Dich machen wir jetzt zuerst weg. Schlitz. Schlitz. Alter, Alter. Schlitz. Und Schlitz. Da muss man aber schnell wieder blocken. Alter, der haut mich trotzdem um. Am Boden liegende hat zugehauen. Habt ihr das gesehen? Das sind wirklich die ganz üblen, ne? Also das mache ich ja nur wirklich nicht. Dass die Leute, die am Boden liegen, noch einen draufkriegen. Gut, das sind aber noch einige. Also 5 sehe ich da alleine noch. Ortega ist Geschichte. Okay, Ortega wollte ich sagen. Jetzt habe ich es in einem Wort gesagt. Ortega. Nein. Ich will euch nur anlocken. Ich will euch da gar nicht in diesem scheiß dunklen Gang bekämpfen. Das machen wir hier schön, wo Platz ist. Schön fair play, so ein bisschen. Hey, was war das? Ich kann nicht zustecken. Es scheint auch, als wäre ich schon wieder mein Bild. Aber ich hab voll Bild. Irgendwie ist es komisch, mein Bild. Aber okay. Man sieht den Balken oben ja noch. Den Lebensbalken der Gegner, meine ich. Nee, nicht mich treffen jetzt. Ich wollte eben eine Heilung nehmen und dann kann es weitergehen. Ja. Alter, ich habe schon wieder ein Pfeil im Bein. Warum zielt ihr auf Beine?
13 schwerer. Weißt du, wo man denkt, so Alter, der hat Kampferfahrung. Das ist einer, der hinterrücks mit dem Bogen da steht. Unfassbar. Ja, ohne Grund werden solche Leute ja nun mal auch nicht Banditen, ne? Nicht, weil die Ehre im Kampf kennen. Hey. Hey. Ich kann auch zwei gleichzeitig bekämpfen. Das ist für mich also einerlei quasi. Es ist zwar zweierlei, aber okay. Alles klar, was machen wir jetzt? Hier im Kreis laufen? Krieg ich dich doch noch. Da! Oh. Alter, der macht trotzdem Schaden, ne? Obwohl ich blocke. Was? Aber wir haben ihn, kein Problem. Rache ist Blutwurst. Gut, dann haben wir zwei Todesszenen weg. Ich glaube, zwei waren es jetzt, ne? Krieg ich dich doch noch. Ja, komm du, Mann. Mal sehen, wer hier wen kriegt. Oh, ich hätte mich wieder heilen sollen. Da stehen sie schon wieder mit dem Pfeil und Bögen. Ich heile mich gerade. Und speichern hätte ich vielleicht auch machen sollen. Leichter dann die. Komm, Junge. Das willst du doch nicht wirklich probieren. So, jetzt zu dir, mein Freund. Warst du das nicht gerade der, der mich getötet hat? Nö, ich glaube nicht, ne? Das war auf jeden Fall ein Typ mit einer helle Bade. Also das passt schon. Dann werde ich mir bei dir ganz viel Zeit lassen. Oh, da wollte ich gar nicht. Wollte blocken, habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. So, Junge. Das war's mit dir. Alles klar, die Höhle haben wir definitiv gesäubert. Es war schon ein ganz schöner Kampf, muss ich zugeben. Hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Was haben wir da? Lampenöl? Das wird doch auch irgendjemandem gehören. Ja. Nehme ich. Nicht die schlechteste Truhe, muss ich zugeben. Komm, wir kugeln hier mal ein bisschen am Fleisch. Sehr schön. Und vielleicht fürs Thumbnail benutzen, mal gucken. Fleischspieß in Ortegas Höhle. Ortega Geschirr. Oh, viel Geld. Viel Geld ist gut. Ja. Ja, ich wollte mich auf den Hocker setzen. Ich hatte gar nicht vor, die Truhe zu looten. Alles gut. Feuerfeil, okay. Jolt, Jolt nehmen wir auch. Wem fehlt denn das Lampenöl? Abgebrochen. Und noch einmal. Wer ist da denn wieder aufgewacht? Irgendjemand hat gegähnt. Das war der letzte. Nein, Leute. Hat irgendeiner Dietrich in der Tasche? Dietrich. Alter, ich muss mich viel mehr um Dietrich kümmern. Naja, wir machen jetzt mal alles andere. Hier kann ich ja wohl offscreen nochmal vorbeirennen zur Not. Also das würde ich euch ja nicht unbedingt antun. Ich konnte gerade die Oberwelt sehen. Aber vielleicht kriegen wir ja durch Zufall auch noch. Ich meine, es sind Banditen. Die sollten ja Dietrich in der Tasche haben, oder? Aber ich denke, das meiste haben wir gelootet. Komm, Dietrich. Das war der letzte. Nein. Jetzt hatte ich noch einen. Irgendwo habe ich noch einen herbekommen. Lampenöl. Ich brauche einen Dietrich. Oh, Leute, ich mache mich fertig, ey. Wo kriege ich denn Dietrich hierher? Hm. Ja, mach doch nochmal wieder auf. Habe ich Schlösser öffnen? Aber die will ich eigentlich für andere Truhen, die ich noch nicht öffnen kann, benutzen. Ich reise nach Adea. Der gibt es aber, glaube ich, keinen mehr. Ja, genau. Pack es in die Truhe. Ich glaube, in Adea gibt es keinen, der mir Dietrich hier verkaufen kann. Wie schließe ich das wieder? Schließen, da oben steht's. Wie ist aber auch. Hier ist aber übelst buggy. Deswegen läuft das Spiel, glaube ich, momentan noch nicht so blendend. Also Aufnahmen ist wieder super. Das finde ich total gut. Also letzte war eine Katastrophe. Da, ja, da ist nichts mehr zu holen. Na. Dietrich kriege ich hier wohl keine. Gut, Adea ist nicht weit weg. Ich will aber nicht hinrennen. Ich reise hin. Wir haben Teleportersteine. Oder Redok. Aber eine Redok. Dietriche. Wir probieren es in Adea. Achso, ja.
Weil ich ja gerade geladen habe, ich habe wieder vergessen, die schöne Umgebung zu aktivieren. Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Ja, also nach und nach arbeite ich die alle weg. Zeig mir deine Ware. Dietrich Gehr. Nehme ich auch. Der hat 15.000. Hier können wir ein bisschen Geld machen. Oh, schlechter behalte ich. Weg, 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 weg. Jagdbogen ist tatsächlich schlechter. Ich habe nachgeguckt vor der Folge. Weg, weg. Darum war. Das ist die rostige Streitaxt. Die kann komplett weg. Kampfstab will ich tatsächlich auch nicht haben. So, weg. Schilder können alle weg. Davon können wir zwei weghauen. Also an Ketten und so und Ringe behalte ich auch erstmal alles. Zumindest so viele, wie ich anlegen kann. Mehr hebe ich halt nicht auf. So, wir kommen 5.000 und zahlen ein wenig weniger. Alles klar, sehr schön. Dann renne ich da gerade nochmal wieder rüber. Das ist tatsächlich hier vorne. Das ist nicht so weit. Ich speichere gerade kurz. Weil nicht, dass es jetzt dabei abstürzt. So, und weiter geht's mit schöner Umgebung. Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Also wenn ich, ab und zu, wenn ich versuche zu laden und die Details sind aufgedreht, so wie jetzt, dann bricht er das Laden einfach ab. Ich kann es auch nicht verhindern. Ich habe wirklich alles probiert. Der einzige Weg ist, das auf niedrig zu stellen, zu laden, dann wieder hochzustellen. Ehrlich, die ganze Zeit bleibt er da sitzen und frisst, ne? Und wenn ich drauf schieße, in dem Moment... da war knapp. Muss ich jetzt dreimal drauf schießen. Hey, kommst du nochmal wieder? Du bist noch im Auftrag für uns. Ich brauche dich. Ach, das waren die Orks. Genau, ganz am Anfang. Da liegen sie. Und schlafen. Weil müde. Ork müde. Ja. Hier sind wir, glaube ich, schon an der Höhle. Nein, die Höhle ist tatsächlich weiter da hinten. Dann war es doch ein bisschen weiter als vermutet. Ist ein bisschen Heilfleisch. Ich hätte mich natürlich jetzt auch irgendwo hinlegen können zum Pennen. Aber Heilfleisch haben wir ja nun mal dabei. So kriegen wir das auch hin. Haben wir auch mal einen Teleporterstein verwendet. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal im Spiel, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Da sitzt der gute Chris. Guck mal, das, die sind alles noch zu holen. Jetzt so, das war der letzte. Nein, nicht nochmal. Ne, wir haben tatsächlich 9 Stück gekriegt, glaube ich. Das ist schon mal viel wert. Ich speichere nochmal kurz. Die Höhle mag er ja nicht so gerne, bevor er gleich abbricht. Dann brauchen wir nur von hier aus wieder hinlaufen. Jetzt haben wir das Problem mit dem Speichern und Laden ja gelöst, sage ich mal. Mehr oder weniger. Es klappt nicht immer so gut. Manchmal muss ich auch das ganze Spiel neu starten. Aber laden kann ich dann deswegen trotzdem. So. Zeig, was in dir steckt. Okay. Eislatze. Okay. Spruchrollen sind gut. Die müssen wir auch viel öfter verwenden. Sonst renne ich nachher am Ende des Spiels noch mit Tausenden von Spruchrollen rum. Ja, da waren wir jetzt schon zum 5. Mal dran, glaube ich. Alles gut. Jetzt sehe ich aber nicht, wie lange die Aufnahme läuft. So. Etwas mehr als 20 Minuten. Ein bisschen Schnippel. Diesmal darf ich auch ein bisschen überziehen. Weil es jetzt schon ein paar Mal ein bisschen abgebrochen ist, das Spiel. Dietrich, hat sich's gelohnt. Flammenwelle. Flammenwelle ist okay. Eins meiner Lieblingszaubersprüche in Gothic 2. Hocker, hocker. Haben wir denn jetzt das Lampenöl komplett eingesammelt? Das ist bestimmt ein Auftrag. Ich weiß zwar nicht mehr von wem. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Auftrag war. Komm, dann machen wir noch eben ein bisschen Trumpnet-Action hier auf dem Thron. Dann sehen wir uns auch mal von vorne. Mal so sehen wir aus, alles klar. Alles klar, wir sitzen auf dem Thron von Ortega. Wir haben ihn besiegt, sehr schön. Okay, Truhen haben wir jetzt soweit auch leer geräumt. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, ob ich die Rehe alle finde, dass wir mit Chris reden können. Ansonsten... Ja, im Prinzip, es gehört dazu. Ihr müsst damit leben, wenn es 3 Folgen dauert. Es ist ein Auftrag in Gothic, ihr müsst ihn auch da machen. Ich war jetzt kurz überlegt, ob ich es offscreen mache. Aber warum soll ich sowas immer offscreen machen? Es gehört ja nun mal zum Spiel. Hier rumzulaufen, Aufträge zu erledigen, ist ja Sinn des Spiels. Dann macht es keinen Sinn, das offscreen zu machen. Ein paar haben wir ja schon. Es waren zwar noch nicht viele, aber ein paar haben wir schon geschafft.
Eigentlich ist es auch nicht so schwer. Es ist halt eine nervige Geschichte. Also im letzten, in der Testaufnahme, wie gesagt, habe ich ewig nach den Dingern gesucht. Das Problem war aber auch, dass sie sich, wie gesagt, bei den Orks verrannt hatten. Eigentlich rennen die hier rum. Da oben können sie vielleicht noch rumrennen, auf der anderen Seite. Da vorne vielleicht noch irgendwo. Aber eigentlich waren die immer ziemlich im gleichen Gebiet. Es ist natürlich ein einfacherer Auftrag, wenn man Jagdgeschick ein bisschen verbessert hat. Sodass man sich an Wildtiere ranschleichen kann oder Großwildjäger oder irgend sowas. Nein, nimm die Pflanze mit Mann. Aber man kann es auch jetzt schaffen. Und wir laufen einmal im Kreis hier. Oben raus, dann kann man... Da ist ein Wolf, okay. Ich hoffe, es ist nur einer. Oh geil, die Sonnenstrahlen, oder? Es nervt zwar gerade, weil es übelst blendet. Und ich überhaupt nicht sehe, wo mein Pfeil entfliegt. Hä, ich sehe ihn einfach nicht. Einmal versuche ich es jetzt noch. Du weißt ja, was, dann haut er ab. Du Kackvieh! Blutfliege, nein. Blutfliege will ich nicht. Ich bin auf Hirschjagd. Und wenn ich Hirschjagd sage, dann meine ich auch Hirschjagd. Nicht Wölfe, nicht Wildschweine. Nicht Blutfliegen. Nicht Scavenger. Hirsch. Ist eine eigenständige Rasse, hat mit den anderen nichts zu tun. Scavenger. Treffer. Okay, haben wir. Gibt wieder ein bisschen Fleisch. Oh, hier soll... Nur ein Scavenger. Ich will doch die Rehe, mein Gott, Leute. Ich kann es ja auch ein bisschen schneller laufen lassen. Dann ist es auch meist ein bisschen lustiger, wenn ich quassel. Scheuerhirsch, warum ist er jetzt da oben? Da war ich doch gerade. Wie komme ich denn jetzt dahin, ohne den zu verjagen? Ach, bin ich. Ja, den haben wir. Sehen wir noch irgendeinen wegrennen? Nee, glaube nicht. Okay. Alles klar, den haben wir schon mal. Das war, glaube ich, der, den wir gerade gesehen haben. Wie gesagt, die kommen immer wieder zurück in ihr Standardgebiet. Wenn sie nicht irgendwo festbacken. Was, die Möglichkeit gibt es halt auch in dem Spiel. Ich kann es nun mal auch nicht ändern. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie große Möglichkeiten gibt, das zu ändern. Ob ich Spiel jetzt einmal neu starte, dass sie dann wieder irgendwie normal respawnen. Aber ich glaube bald nicht, dass das funktionieren würde. Wo ist denn hier Osten? Wenn hier Norden ist. Ist da Osten? In dem Gebiet sollen die Hirsche sein? Weil der hat doch was von Osten erzählt. Oder vertue ich mich da? Hirschilands. Hirschischis. Hirschis. Hirschis. Kumpel, kumpel, kumpel. Ich weiß nicht, was ist denn das, der Brumpfgeruch? Das Brumpfgeruch von so Hirschen. Bin hier hin. Lockt euch an, aber es sind wahrscheinlich männliche. Sonst wären sie ja nicht scheu. Kein Spaß am Ende. Ja, ich guck mal, ob ich schon abgeben kann. Hallo, Chris. Ich besorgte das Fleisch der scheuen Hirsche. Gut, aber pass auf dich auf. Wenn dich die Orks vor der Hauptstadt Vanguard ausspüren, bist du zu weit gelaufen. Klar? Klar. Du lebst ganz allein hier draußen? Warum nicht? Ich habe keine Lust, mich von den Orks versklaven zu lassen. Die Banditen lassen sich auch nicht verarschen. Sie greifen alles an, was sich ihnen nähert. Aber wo du auf keinen Fall hingehen solltest, ist die Hauptstadt Vanguard im Norden. Alter, da kampiert ein ganzes Heer. Ich würde nicht zu nah an sie rangehen, wenn ich du wäre. Verstehe. Alter, da kampiert ein ganzes Heer. Sehr gut. Gibt es eine Möglichkeit, an den Orks vorbeizukommen? Wenn du zum Pass hinter Vanguard willst, das kannst du vergessen. Da sitzen noch mehr Orks. Nach Faring, das kannst du versuchen. Halte dich einfach so weit wie möglich von den Orks fern. Zeig mir deine Ware. Geschossschaden 90. Was macht denn mein Bogen? Langbogen. Ich gucke gerade nach, was meine so haben. Wenn ich den nächst besseren hier schon bekomme, dann kaufe ich im Wesentlichen schon mal. 12.000 haben wir noch. Also meiner macht 50. Das ist ja quasi nichts. Zeig mir deine Waffe. Aber ich brauche auch 120. Mein anderer braucht 90. Aber ich nehme es trotzdem. Und die nehme ich auch mit. Es schadet ja nicht. Es ist ein guter Bogen. Was ist das denn? Klingenbolzen. Achso, okay. Feuerpfeile haben wir auch schon. 123 schmeiße ich auch mal hier unten rein. Das schadet auch nicht. Jagdgeschick haben wir 103. Wir bräuchten 120. Aber Jagdgeschick bringt das... Ne, der kann mir nur Sachen verkaufen. Der will mir ja Jagen erst beibringen, wenn ich die blöden Hirsche gefangen habe.
Na, hier unten haben wir auch schon ein paar gesehen, da haben wir aber auch nicht alle bekommen, glaube ich. Es wird nur langsam dunkel, was mich so ein bisschen nervt, muss ich sagen. Schlange. Ein einzelner Wolf. Oh, guck mal, sieht aus, als wäre der voll lieb. Alles klar, weggeholzt. Also ich gehe nochmal um die Ecke, weil das letzte Mal, wie gesagt, in der Testaufnahme hatte ich dasselbe Problem. Oh, hier leckt es wieder übelst. Ja, ja, keine Ehre. Das sehe ich auch so. Mich hat gerade einer von hinten in den Rücken gestochen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also viel ehrloser geht's doch gar nicht eigentlich. Was in der letzten Folge? Kann auch sein, dass es in dieser Folge war. Alter, das ist übelst am Lecken. Da funktioniert nicht mal meine Maus. Funktioniert nicht mal mehr meine Maus so, wie sie soll. Wag? Nö. Nö. Leute, ganz ehrlich, also Wags sind wie 10 Wölfe in einer Person. Das meine ich nicht mehr. Die haben mich im letzten Spiel schon übelst genervt. Das Wags sind böse Wölfe, also wirklich, deswegen sind die auch schwarz. Die werden von ihren eigenen Wölfen nicht angenommen. Schon wieder eine Blutfliege, Leute. Oder die gehen aber ab. Da gehen wir mal nicht so sicher. Ich würde sagen, ihr habt aber nicht mich gemeint, ne? Leute, es wird dunkel. So wird das nichts. Wie soll ich denn im Dunkeln Hirsche jagen? Jetzt mal ehrlich. Denk doch mal nach, Hirsch. Hier ist einfach nichts mehr. Das gibt's doch gar nicht. Hirschileins. Okay, wir machen's anders. Ich teleportiere mich nach Adea. Ich penne da. Damit ich wieder vernünftiges Licht habe. Dann renne ich noch einmal im Kreis und zur Not. Scheiße, der auf diesen Auftrag. Ich meine, den werden wir auf jeden Fall noch machen. Der läuft uns ja quasi nicht davon. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier 2 Folgen lang im Kreis zu rennen, bis ich da irgendwo irgendeinen Hirsch finde. Also ich gehe jetzt mal so schnurstracks da durch. Oder gehen wir sogar noch einen größeren Bogen? So darf man ein recht großes Gebiet abdecken. Guck mal, hier haben wir sogar noch eine Truhe, die wir leer machen können. Das war hier, wo die Banditen saßen. Ja, hier liegt ja sogar noch einer und schläft. Im Gras. Was war das? Habt ihr es gesehen? Hier war gerade so ein komischer Nebel. Wolf. Schlitz! Bitte sei nur einer. Bitte sei nur einer. Am Boden liegen und nochmal zu beißen. Das ist so unfair, ey. Also die Wölfe haben auch keine Ehre, Orks. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das liegt nicht nur an mir. Aber ich komme da auch nicht, weil ich muss hier vorne irgendwo hin. Für meinen nächsten Auftrag. Vielleicht versuchen wir durch die Orks zu rennen. Nur so zum Spaß. Mal gucken, ob's geht. Das zählt dann auch nicht als Todesszene. Oder doch, ist mir eigentlich egal. Das kann da ja auch fünfstellig da stehen. Dann ist er so. Ich kann es ja auch nicht an. Und ich versuche ja alles, um zu überleben. Aber wenn ich irgendwo abkürzen kann, finde ich, ist das schon fair. Also hier ist einfach keiner mehr, vergiss es. Wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Lust, stundenlang zu suchen, aber die Truhe, die nehme ich nur mit. Die lasse ich mir nicht entgehen. Oh. Schnaps, Wasser, Dietrich. Boom, Dietrich, da haben wir. Ja, Chris, tut mir leid. Deine Hirsche sind weggecheckt. Kannst du ja auch immer noch nicht abgeben, ne? Zeig mir deine Ware. Okay, dann mach ich's ganz einfach. Speichern, speichern. Fertig. So, habe ich mir notiert. Das werden wir auf jeden Fall noch erledigen. Ich weiß nicht, ob ich es offscreen mache, dann erzähle ich euch davon oder zeige euch einen Ausschnitt oder was auch immer. Also wir kommen hier auf jeden Fall nochmal hin. Scheiß Blutfliegen. Nein, die lasse ich da jetzt sitzen. Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Achso, wir haben überlegt, ob wir an den Orks vorbeigerannt kommen. Ja, wir versuchen es. Ich heile mich. Ich packe meine Ausdauer. Ich habe ja Ausdauertränke. Die habe ich tatsächlich sogar gekauft. Auf die 6. Dass ich rennen kann, meine Ausdauer beendet ist und dann trotzdem weiterrennen kann. So dicht wie wir ran können, gehen wir ran. Ich muss, glaube ich, diesen Weg hier runter. Das sind bestimmt voll viele. Nur mal, um zu gucken, wie viele da sind. Da muss ich jetzt mitten durch, ne? Und los geht's! Du bist kein Gegner für mich. Der Kampf wird nicht lange dauern.
Oh, hier sind aber die Blume nehme ich mit. Danke. Habt ihr zufällig Hirsche gesehen? Ich bin auf Hirschjagd. Warum? Oh, ich wurde geblitzdingst. Ja, traut euch nicht hinterher, wa? Es hat besser geklappt als erwartet. Sehr schön. So, hier ist nämlich noch irgendwo eine Höhle. Da rennen auch noch Banditen rum. Die nageln wir gleich auch noch um. Also in dieser Folge nicht mehr, glaube ich, aber Anfang nächster Folge. Ist das schon die Höhle oder ist das eine andere? Hallo? Eidechsen? Warane. Und übelst leckig. Der Sound ist ganz schlimm hier. Ah, okay. Einer ist aufmerksam geworden. Weil ich seine Babys getötet habe hier anscheinend. Nein. Einer ist nicht aufmerksam geworden. Ich klick mal die 8 an. Schuss. Schuss. Oh, das geht aber schon. Nein, nein. Boah. Leute, ich habe wieder nicht gespeichert. Ich bin auch ein Depp, ne? F1. Also bei mir ist es F1. Versucht's bei euch nicht. Bei euch ist es nicht F1. Sei denn, ihr habt es auch so hinterlegt wie ich. Boah, die gehen aber schon, die Pfeile. Nein, man muss halt nur treffen. Ja, war knapp. Und Schuss. Und Schuss. Und Schuss. Alter, die gehen gut. Ich meine, es ist eigentlich Verschwendung, direkt Feuerpfeile hintereinander zu schießen. Weil die machen ja Brandschaden, macht ja permanenten Schaden. Zwar nicht so extrem viel, aber... Alter, der Sound ist hier ganz schlimm. Tut mir echt leid, ich kann nichts dafür. Da mischt er jetzt mal durch. Oh, es hat ein Feuer waran. Oh, das sind aber noch einige Warane. Und einige Feuerwarane. Kann ich Feuerwaran mit Feuerpfeilen Schaden machen? Auf den Trick sind wir ja quasi schon mal reingefallen. Also Feuerwarane versucht haben, mit Feuerpfeilen zu bekämpfen. Mit Feuerbällen zu bekämpfen. Wupp. Oh, wenn man ausrutscht, steckt er einfach seinen Bogen weg. Nein, nein, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich speichere nochmal. Ich versuche die mal mit dem Schwert. Also Gothic 1 waren die mit dem Schwert fast unbesiegbar. Das war echt krass. Die haben echt so viel ausgehalten. Wird es draußen nicht weiter? Ich versuch's. Ja, kann man schaffen. Die machen aber ordentlich Schaden. Leben im Auge behalten, kleine Schläge machen. Ich brenne. Ich habe ein Level ab. Ich bin tot. Ich brenne. Nächste Todesszene. Aber genau hier werde ich das Spiel auch einfach beenden. Ah, wir haben gerade gespeichert. Alles gut. Wir haben gerade gespeichert. Hier geht es in der nächsten Folge weiter. Dann hauen wir den Feuerwaran mal ordentlich den Popo rot. Und dann sehen wir, wie es in der nächsten Höhle aussieht. Und sobald wir die Höhle geschafft haben, sind wir in diesem Gebiet soweit durch. Und dann befreien wir Kaptu. Alles klar. Ich sage bis hierhin auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.